Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich begrüße dich zur heutigen Yin-Yoga-Sequenz. Yin-Yoga für einen entspannten Rücken und einen entspannten Alltag. In dieser Sequenz geht es darum, nochmal runterzufahren. Gerade wenn du einen stressigen Arbeitsalltag hattest, hilft dir diese Sequenz nochmal so ein bisschen zu entspannen, nochmal bei dir anzukommen, nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch nochmal ein bisschen neue Energie zu schöpfen. Außerdem wirkt diese Sequenz vor allem auf deinen Rücken. Sie dehnt deinen ganzen Rücken und wirkt ganz besonders auch entspannt auf deinen unteren Rücken. Und diese Sequenz ist auch ganz besonders für Anfänger geeignet. Auch wenn du noch keine Yoga- oder Yin-Yoga-Erfahrung hast, kannst du diese Sequenz auch gerne üben. Ich empfehle dir, bei deiner Yin-Yoga-Praxis immer so ein bisschen in deinen Körper hineinzuhören. Also wirklich nicht zu 100% in eine Dehnung zu gehen, sondern ein bisschen Intensität rauszunehmen aus einer Dehnung, vielleicht so nur zu 60% in eine Dehnung zu gehen und auf deinen Körper zu hören. Also wenn eine Position sich für dich schmerzhaft anfühlt oder unangenehm, wäre das immer ein Zeichen, hier ein bisschen was zu verändern. Du hast sehr viele Möglichkeiten, deine Position zu modifizieren, anzupassen. Ich empfehle dir dazu immer gerne ein paar Hilfsmittel zu benutzen. Wenn du ein Bolster oder Yoga-Rolle zur Verfügung hast, leg dir das zur Seite. Ansonsten tut es auch ein großes, dickes Kissen oder eine gerollte Decke, ein Yoga-Block oder alternativ ein dickes Kissen. Und ja, eine Decke, eine Wolldecke, die du auch nochmal als Hilfsmittel benutzen kannst und auch später für deine Endentspannung, um dir es wirklich hier angenehm zu machen. Ja, und dann starten wir auch gleich mit der ersten Yin-Yoga-Position. Wir starten in der Position des Kindes. Wir beginnen in der Position des Kindes. Setze dich auf deinen Fersen ab, bring deine großen Zehen zueinander. Leg deine Stirn sanft auf deiner Matte ab. Deine Arme kannst du vor dir ausgestreckt lassen oder dich auch ganz klein zu einem Päckchen machen. Du kannst deine Knie, wenn es für dich angenehmer ist, auch etwas weiter geöffnet haben. Oder wenn es für deinen Nacken angenehmer ist, kannst du dir auch gerne einen Block oder ein Kissen unter den Kopf legen, unter deine Stirn. Und dich hier so ein bisschen mehr in die Position einrichten. Falls du sehr empfindliche Knie hast, könntest du ja auch ein gerolltes Handtuch zwischen deine Ober- und Unterschenkel schieben. Und dann richte dich für diesen Moment einmal so ein, dass du wirklich dich angenehm sinken lassen kannst, dass diese Position für dich sich angenehm anfühlt. Finde deine Position, wo du gerade nur so ein bisschen Dehnung spürst, aber ohne jetzt Schmerzen zu empfinden. Also es sollte sich hier immer gut für dich anfühlen. Und dich für diesen Moment noch ein wenig mehr sinken zu lassen und dich dann ganz mit deinem Atem zu verbinden. Das heißt, einmal zu beobachten, wie du einatmest, vielleicht durch den Bereich deiner Schulterblätter einatmest. Und dir vielleicht vorstellst, dass du mit jedem Einatmen nochmal mehr Ruhe in deinen Körper bringst und mit jedem Ausatmen all die Spannungen, die jetzt vielleicht noch in deinem Körper sind, loslassen kannst. Und dich für diesen Moment einfach ganz in diese angenehme, entspannte Position sinken zu lassen. Das ist eine wunderschöne Position, die das ganze Nervensystem nochmal beruhigt, gerade nach einem anstrengenden oder stressigen Tag. Und dann Rücken auch angenehm entspannt und dehnen. Und dir vielleicht hier vorzustellen, dass du
langsam in diese Position hineinschmelzen kannst, dich langsam hineinsinken lassen kannst, wie so eine Eiskugel, eine Schneekugel in der Sonne. Mit jedem Atemzug noch ein wenig tiefer zu sinken. Für so 2, 3 Atemzüge mehr hier zu bleiben. Und dich dann langsam aus dieser Position wieder aufzurichten und langsam zum Sitzen zu kommen. Aus dem Sitzen heraus kommen wir in die Position des halben Schmetterlings. Ich empfehle dir hier für diese Position, um es dir etwas einfacher zu machen, dich auf eine Erhöhung zu setzen. Das kann ein Block sein oder eine gefaltete Decke. Dann ist es ein wenig einfacher, hier in dieser Position in die Vorwärtsbeuge zu kommen. Und dann strecke nun dein linkes Bein langsam aus und lege deinen rechten Fuß an die Innenseite von deinem linken Bein. Das kann an der Innenseite deines Oberschenkels sein, das kann aber auch etwas tiefer sein, wenn das für dich besser passt, wenn das für dich hier einfacher ist. Und dann lass für diesen ersten Moment deinen unteren Rücken nochmal ganz bewusst lang werden. Und dann beug dich nach vorne über dein gestrecktes linkes Bein. Lasse deinen unteren Rücken noch ein wenig gestreckt und dann und deinen oberen Rücken darfst du nun gerne rund werden lassen. Alternativ kannst du auch, um es dir ein wenig einfacher zu machen, dich einfach nach vorne verhalten, anstatt dich über das gestreckte Bein zu beugen. Und wenn es für dich zu stressig ist, das Bein komplett durchzustrecken, dann kannst du hier auch gerne dein Knie leicht angewinkelt lassen. Und dann lasse dich hier für einen Moment in diese Position sinken, diese Position eintauchen. Und bleibe hier für einige Atemzüge. Dich mit jedem Atemzug hier noch mehr und mehr eintauchen zu lassen in die Vorwärtsbeuge. Die Position des halben Schmetterlings dehnt besonders die Beinrückseite deines gestreckten Beines, öffnet die Hüfte des angewinkelten Beines und regt den Energiefluss, den Skifluss in deinem unteren Rücken an, Bereich des Nierenmeridians und wirkt vor allem hier auf Meridiane von Niere und Lebermeridian und durch die Vorbeuge auch so ein wenig auf den Blasenmeridian. Ich dann hier nochmal ganz bewusst mit deinem Atem zu verbinden. Noch ein wenig mehr dich sinken zu lassen in diese angenehme Vorwärtsbeuge. So 2, 3 Atemzüge mehr zu bleiben. Oh,
und dich dann langsam nochmal aufzurichten, nochmal nach oben zu kommen. Streck nochmal beide Beine aus und dann wechsel in die Position zur anderen Seite. Lass nun dein rechtes Bein ausgestreckt, den linken Fuß legst du auf die Innenseite des Oberschenkels oder vielleicht auch etwas tiefer ab. Streck hier nochmal ganz bewusst deinen unteren Rücken und lass dich dann über dein gestrecktes Bein sinken, alternativ auch wie vorhin, wenn das für dich hier angenehmer ist, kannst du auch erstmal eine Vorbeuge zur Mitte kommen. Dann wirkt die Dehnung etwas mehr auf den Nierenmeridian. Dich dann auch hier in dieser Position langsam eintauchen zu lassen, langsam einsinken zu lassen in die Vorwärtsbeuge. Auch hier für eine Weile zu bleiben und mehr die Stille in diese Vorbeuge einzutauchen. Dann bleib hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr und dann komm langsam nochmal nach oben, richte dich langsam so wie in Zeitlupe nochmal auf, stell gerne deine Füße vom Moment auf, so etwas weiter als hüftweit auseinander, setz deine Hände hinter deinem Rücken ab und lass hier mal für einen Moment deine Knie wie so ein Scheibenwischer nach rechts und nach links fallen. So einige Male hier wiederholen. Und dann langsam nochmal zur Mitte zurückzukommen. Und wir gehen jetzt von hier aus in die Position der sitzenden Vorwärtsbeuge, Position der Raupe. Bleib hier gerne noch auf deiner Erhöhung sitzen und lass deine Beine hier jetzt ausgestreckt. Du kannst es dir auch ein wenig einfacher machen, indem du deine Knie so leicht anwinkelst, dir vielleicht sogar noch eine gerollte Decke unter deine Knie schiebst. Oder dir alternativ auch einen Bolster zur Hilfe nimmst und den auf deinen Oberschenkeln platzierst. Lass dir deinen Rücken nochmal ganz bewusst lang werden und dann falte dich über deine gestreckten oder angewinkelten Beine, vielleicht sogar auch über deinen Bolster nach vorne und lass dich hier für einen Moment in diese Vorwärtsbeuge sinken. Ja, durch den Bolster kannst du es dir so ein bisschen einfacher noch machen, dich noch so ein bisschen unterstützen in der Vorbeuge. Und gleichzeitig hast du hier auch eine Massage für deine Bauchorgane. Sollte diese Position für dich vom unteren Rücken her gar nicht machbar sein, dann kannst du alternativ auch in die Kutscherhaltung bringen, deine Knie aufgestellt lassen, die Füße aufgestellt lassen, dich so in diese Kutscherhaltung setzen oder alternativ auch auf den Rücken ablegen und deine Beine einfach vom Moment in die Luft strecken, gerne auch unterstützt durch eine Decke oder einen Block unter deinem Po.
Und lass dich hier nochmal ganz eintauchen in diese Vorwärtsbeuge. Dich auch hier nochmal ganz bewusst mit deinem Atem zu verbinden. Und mit jedem Atemzug hier noch tiefer zu sinken. Und diese Dehnung zu genießen. Hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr zu bleiben und dich dann langsam auf deinem Rücken abzulegen und vom Moment in die neutrale Rückenlage zu kommen, einfach mal auf deinem Rücken hier noch mal so ein bisschen nachspüren, im Moment noch mal durchatmen. Ganz bewusst und tief in deinen Bauch ein- und ausatmen. Und dann winkel deine Beine an, greif deine Füße und wir kommen in so eine Mini-Happy-Baby-Position. Lass deine Beine hier angewinkelt, greif deine Füße, deine Zehen können sich hier gerne berühren. Lass deinen Nacken hier ganz bewusst lang werden. Und bleibe hier in dieser Position. Falls dir das ganze Happy Baby vertraut ist, kannst du das natürlich auch üben. Aber du kannst hier auch gerne in dieser kleinen Position erstmal bleiben. Deine Knie herangezogen, Füße greifen, vielleicht magst du auf deinem Rücken so ein bisschen hin und her schaukeln. Schau mal, was hier so für dich passt, was hier für dich hier angenehm ist. Versuch hier mal ganz bewusst deinen unteren Rücken zu entspannen. So langsam immer mehr in Richtung des Bodens zu entspannen. Versuch deinen Nacken lang zu lassen, ein leichtes Doppelkinn, dass dein Nacken hier wirklich ganz angenehm entspannt ist. Und dich dann auch hier so ein wenig nochmal mit deinem Atem zu verbinden. Und für einen Moment in dieser Position, in der Stille nochmal zu bleiben. Wunderschöne Dehnung für deinen unteren Rücken.
Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr. Und dann löse deine Position langsam wieder auf. Zieh deine Knie zur Brust heran, mach dich mal für einen Moment klein zu einem Päckchen. Und wir gehen jetzt für einen Moment noch in eine Yin-Variante der Schulterbrücke. Eine schöne Dehnung deiner Körpervorderseiten. Nimm dir einen Block zur Hand und platziere den Block unter deinem Kreuzbein. Lass hier deine Füße aufgestellt. Lass dich hier ganz entspannt in den Block hineinsinken. Und überlass dich hier im Moment einmal ganz der Schwerkraft. Lass dich hier mal ganz bewusst eintauchen. Das ist eine wunderschöne Position, die nochmal Spannung lösen kann in deinem unteren Rücken. Und die dich nochmal das ganze Nervensystem nochmal beruhigt. Gleichzeitig ja wirklich nochmal deine Körpervorderseite dient. Und gerade oft ein bisschen verspannt sein kann, auch von vielen Sitzen durch den Alltag. Und dich hier einfach nochmal ganz bewusst eintauchen, einsinken zu lassen und diese Dehnung zu genießen. Und dann nimm mir noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und löse hier langsam die Position nochmal auf. Nimm den Block nochmal unter dein Kreuzbein heraus, leg ihn zur Seite ab. Nimm deine Knie zur Brust heran und ja, lass dich so ein bisschen nach rechts und nach links schaukeln. Und dann gehen wir noch eine letzte Drehung, Dehnung für deine Wirbelsäule. Versetz dein Becken so ein wenig mehr zu deiner linken Mattenseite und lass dann deine Knie sanft zu deiner rechten Seite sinken. Den Kopf drehst du entgegengesetzt zur linken Seite. Wenn du möchtest, kannst du auch hier dein Knie nochmal unterstützen, vielleicht das rechte Knie nochmal greifen, das linke Knie mit der rechten Hand. Schau, dass deine Schultern hier ganz entspannt sind.
du nochmal ganz bewusst in deinen unteren Rücken einatmest. Und wirklich hier so die Dehnung für deine ganze Wirbelsäule nochmal zu spüren, zu genießen, ist eine wunderbare Dehnung, nochmal die ganze Wirbelsäule, den ganzen Rücken hier entspannt. Noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr zu bleiben. Langsam zur Mitte zurückzukommen. Jetzt mal für einen Moment in der Mitte nachzuspüren, beide Körperhälften zu spüren. Und dann langsam dein Becken zur anderen Mattenseite, zur rechten Mattenseite zu versetzen. Deine Knie nach links fallen zu lassen und den Blick nach rechts zu gehen zu lassen. Auch hier, wenn du möchtest, kannst du dein Knie unterstützen mit deiner linken Hand. Und dann auch hier die Dehnung für deinen unteren Rücken genießen. Und dann bleib auch hier noch so 2, 3 tiefe Atemzüge mehr. Um dann hier auch die Position nochmal aufzulösen. Vielleicht für den letzten Moment deine Knie nochmal zur Brust heranzuziehen, dich nochmal
ganz klein zu machen, zu einem Päckchen. Und dich dann bereit zu machen für deine Endentspannung, für dein Shavasana. Dazu kommst du in eine angenehme Rückenlage. Streck die Beine aus, lass die Beine geöffnet und die Füße leicht zur Seite fallen. Lass deine Arme neben deinem Körper ausgebreitet, deine Handflächen nach oben geöffnet. Lass deine Augen geschlossen. Lass dich mit jedem Atemzug ein wenig mehr in deine Unterlage sinken. So. Entspannte Rückenlage, die Entspannungshaltung, Shavasana ist eine ganz wichtige Position, die du nach deiner Yoga-Praxis ausführen solltest. Denn sie hilft dir nochmal, wirklich deinem Körper hier nochmal alles zu verarbeiten, was er jetzt an neuen Eindrücken bekommen hat. Und dich dann hier ganz entspannt sinken zu lassen. So lange zu bleiben in dieser Position, wie du möchtest, kannst du ja gerne so 5 Minuten bleiben, vielleicht auch 10 oder 15 Minuten.
Und dann lass deinen Atem langsam wieder tiefer werden. Und komme langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bring etwas Bewegung in deinen Körper, beweg deine Finger, deine Füße. Strecke dich, mach dich lang. Schau mal, welche Bewegung dir jetzt gut tut. Und dann komm langsam auf deine Weise über deine Seite wieder zurück zum Sitzen auf deine Matte. In eine angenehme, aufrechte Sitzposition. Lass gern deine Augen noch geschlossen für einen Moment. Nimm langsam deine Hände vor deinem Herzen zusammen und schick dir selbst ein Lächeln und ein Dankeschön und verneige dich vor dir selbst. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Namaste.